ich darf Ihnen jetzt eine Gastrednerin vorstellen, und zwar Izzy Wasilewski, meine erste Gastredner auf einer Kundgebung für die Freiheit von Chilenostars. Durfte ich am 26.11.2018 hier auf dem Pariser Platz halten, eine Veranstaltung der Berliner Mahnwachen für den Ersten Weltfrieden, wo wir nachher noch im Anschluss einen speziellen Gastredner, den Norbert, kennenlernen werden. Oft erwähnt, aber sicher nicht oft genug ist, dass wir alle, die sich weltweit für Frieden, Freiheit und Völkerverständigung engagieren, dem australischen Journalisten und Verleger und Gründer von WikiLeaks zu tiefstem Dank verpflichtet sind. Und wir haben es ja vorhin schon bei Rosemarie gehört, auch bei ihr hat Julian Assange eine große Rolle gespielt. Sein Verbrechen ist, dass er unter anderem US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak der Weltöffentlichkeit bekannt gemacht hat und ebenso geheime Machenschaften zwischen Hillary Clinton und Saudi-Arabien veröffentlichte, ohne die die völkerrechtswidrige Aggression von Bin Salman gegen den Jemen nicht möglich gewesen wäre. Und aus Düsseldorf extra nach Berlin angereist, ist Izzy von der Menschenrechtsinitiative Free Assange EU, die zur aktuellen Situation von Julian Assange berichtet, der nach wie vor als politischer Gefangener im britischen Foltergefängnis Belmarsh inhaftiert ist. Die völkerrechtswidrige saudische Aggression gegen den Jemen ist untrennbar und Julian Assange ist ein Kampf für die Wahrheit zu betrachten. Vielen herzlichen Dank, Izzy, dass du extra nach Berlin gekommen bist. Danke, Matthias, für die Einladung und vor allem für die Organisation dieser Veranstaltung, weil du engagierst dich so lange für den Frieden im Jemen und ich finde das großartig und es sollten sich viele, viele Menschen ein Beispiel an dir nehmen. Herzlichen Dank. Applaus bitte. Und vor allen Dingen sollte sich die Bundeskanzlerin Merkel ein Beispiel an Matthias nehmen. Denn es kann nicht sein, dass man als deutsche Bundesregierung einfach behauptet, für die Menschenrechte zu stehen und dann aber diesem unermesslichen Unrecht, das im Jemen geschieht, einfach tatenlos zuguckt. Ich schäme mich dafür, Deutsche zu sein, dass meine Regierung hier nichts tut. Das ist furchtbar. Das kann nicht sein. Und da sind wir auch bei Julian Assange, der sagt, jedes Mal, wenn wir einem Unrecht zugucken und nichts tun und nicht handeln, dann trainieren wir unseren Charakter dazu, passiv zu sein. Und dann sind wir letztendlich nicht mehr in der Lage, uns selbst zu schützen oder die, die wir lieben. Und genau das ist es auch, worum es hier geht. Es geht hier darum, Solidarität an den Tag zu legen und Menschlichkeit. Und für die Deutschen ist der Krieg im Jemen, der Völkermord im Jemen, vielleicht weit weg. Aber der Krieg kann auch zu uns kommen. Und gerade wenn man überlegt, wie die deutsche Bundesregierung zurzeit handelt und auch wie die Medien in diesem Land schreiben und senden und wie Stimmung gemacht wird gegen andere Länder, dann sind wir die Nächsten. Und dann haben wir keine Chance mehr, wenn wir jetzt unseren Charakter trainieren, passiv zu sein, so wie Julian Assange sagt, dann haben wir keine Chance mehr. Deswegen müssen wir was tun. Und gerade wer moralisch etwas von sich hält, der kann nicht einfach nur zugucken. Das geht nicht. Eine andere Sache, die Julian Assange sagt, if wars can be started by lies, peace can be started by truth. Das heißt, wenn Kriege durch Lügen angefangen werden können, dann kann Frieden durch die Wahrheit begonnen werden. Und das betrifft die Rolle der Medien. Julian Assange hat beobachtet, das hat Rosemarie eben auch schon erzählt, dass viele Kriege durch die Medien geradezu herbeigeschrieben wurden. Zum Beispiel auch der Irakkrieg, bei dem es die
Einzige war, dort wären Massenvernichtungswaffen im Irak. Es hat sich glasklar herausgestellt, dass das eine Lüge ist. Und immer wieder werden Bevölkerungen in Kriege hineingelogen, ohne dass sie Lehren ziehen aus der Vergangenheit. Das hat sogar ein ehemaliger US-Beamter gesagt, Larry Wilkinson kürzlich. Er hat gesagt, Vereinigten Staaten sind eigentlich eine Nation, United States of Amnesia. Das heißt, die Vereinigten Staaten der Amnesie, sie erinnern sich nicht daran, was passiert. Das ist ein Zitat von Gore Vidal. Und er hat auch dabei über die Irak-Krieg-Lüge gesprochen. Und die Medien sollten sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Immer wieder Lügen zu verbreiten, das ist kein Journalismus, das ist Propaganda. Wie richtiger Journalismus geht, hat Julian Assange gezeigt mit WikiLeaks. WikiLeaks hat immer 100% korrekt berichtet. WikiLeaks musste nie irgendwas zurückziehen. 2016 hat Julian Assange die Yemen-Files veröffentlicht. Und ich bin mir sicher, wenn man ihn ließe, wäre er heute hier und würde mit uns stehen für unsere Freundinnen und Freunde im Jemen und für die Menschen, denen es dort nicht gut geht. Und ich möchte wirklich alle Politikerinnen und Politiker aufrufen, die etwas tun können. Tut etwas! Warum seid ihr nicht aktiv? Das geht uns alle an. Ich möchte kurz noch was zu Julian Assange erzählen, denn Julian Assange hat WikiLeaks auch mit dem Hintergedanken gegründet, etwas für den Frieden zu tun. Das hat sein Vater auf den schönen Satz heruntergebrochen: If you want peace, be prepared to fight. Also wenn du Frieden willst, stell dich darauf ein zu kämpfen. Und Julian Assange wusste genau, was auf ihn zukommt, und er hat es trotzdem getan. Und im Moment ist er nach wie vor im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, wie Matthias schon gesagt hat. Am 4. Januar wurde geurteilt, dass er nicht ausgeliefert wird an die USA. Und dennoch wird er weiter festgehalten im Hochsicherheitsgefängnis. Wie kann so etwas in einem Rechtsstaat passieren? Wenn so etwas passiert, dann ist das kein Rechtsstaat mehr. Ganz einfach. Man kann nicht Journalisten im Knast dafür foltern und festhalten, dass sie die Wahrheit berichten und dass sie sich dafür engagieren, dass etwas mehr Frieden in die Welt kommt. Und vor allen Dingen sind es Menschen auf der Straße, die sich für Julian Assange engagieren, denn die etablierten Parteien, Organisationen haben sich lange nicht mit Ruhm bekleckert. Im Moment werden es zwar immer mehr, die deutlich sich für ihn aussprechen, aber das ist erst passiert, nachdem sich die Aktivisten so ins Zeug gelegt haben. Einer davon ist auch Matthias Tetschok. Vielen Dank nochmal, Matthias. Du kommst hier aus dem Gelob, werden leider nicht mehr raus. Aber auch viele, viele andere. Und wer sich darüber informieren will, was man für Julian Assange tun kann, kann gehen auf www.freeassange.eu. Dort gibt es ganz, ganz viele Informationen, auch aktuelle Informationen darüber, wie es ihm zurzeit geht, was als nächstes ansteht. Als nächstes steht nämlich auch an, auch am 29. März, dass seine Anwälte Berufung einlegen können. Das Urteil gegen ihn ist ein Skandalurteil. Er wird zwar nicht ausgeliefert, aber in allen 18 Anklagepunkten wurde er für schuldig gesprochen und einzig und allein aus humanitären Gründen wird er nicht ausgeliefert. Und dieses Urteil ist das Todesurteil für die Pressefreiheit. Anders kann man das nicht sagen, denn fortan kann man sich immer auf dieses Urteil berufen als autoritärer Staat, wenn man Journalismus unterbinden möchte und wenn man unterbinden möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Dann zieht man dieses Urteil heran und dann gibt es einfach keinen investigativen Journalismus mehr. Deswegen ist es wichtig, dass am 29. März die Anwälte von Assange Berufung einlegen. Die USA haben Berufung eingelegt, weil sie wollen, dass er ausgeliefert wird in ein unfassbar brutales Gefängnissystem.
Und die Gegenseite, die Verteidigung, sollte Berufung einlegen, weil hier nichts weniger als die Zukunft der Pressefreiheit auf dem Spiel steht. Das wird sich alles am Montag zeigen. Wir werden es verfolgen. Und am Abend wird es diskutiert werden von Sevim Dardelen, Heike Hensel, Nils Melzer, Günter Wallraff wird auch dabei sein, Christian Mier von Reporter ohne Grenzen und Angela Richter. Ich möchte mich wirklich bedanken bei allen, die sich für Julian Assange engagieren. Und ich hoffe, dass wir ihn bald in Freiheit sehen, dass wir bald Frieden im Jemen haben und dass wir gemeinsam an einer friedlichen Welt arbeiten können. Freiheit für Julian Assange, Frieden für den Jemen. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Isi. Mit dir, mit deiner Rede ist die Sonne gekommen. Und jetzt werden unsere jemenitischen Freunde auch nicht mehr so frieren. Denn wir haben ein paar wunderschöne, wärmende Strahlen. Als nächsten Gastredner darf ich Ihnen euch vorstellen, aus Cottbus extra angereist, Ingo, ein lieber Freund, Julian.